Das Metaverse wird immer relevanter und erhält eine große Aufmerksamkeit in den Medien. Für wen eine Orientierung Richtung Metaverse sinnvoll sein kann und wie man sich dorthin orientieren kann, das erfahren Sie in diesem Video. So neu wie der ein oder andere denken mag, ist die Idee hinter dem Metaverse gar nicht. 1992 erschien der Roman Snow Crash von Neal Stephenson und er beschreibt dort eine eher dystopische Sicht von einer Parallelwelt, in der man virtuell interagieren kann. Und ein kleiner Fakt am Rande, das war genau das Jahr, in dem das erste Bild jemals im Internet hochgeladen wurde. Ja, wir stehen noch ganz am Anfang, aber vielleicht doch nicht ganz so weit weg, wie es in den Science-Fiction-Romanen scheint. Denn große Konzerne beschäftigen sich schon längst mit dem Thema und schauen, welche Potenziale dort für sie schlummern. Man muss aber dazu sagen, wir sind in den Kinderschuhen, es gibt noch viel, was es zu definieren gilt, aber im Moment gibt es schon erste Ansätze von Unternehmen in Bezug auf das Metaverse. Ja, für Unternehmen klingt das ja erstmal, das Metaverse ist noch ganz weit weg, das brauche ich noch gar nicht auf meine Agenda packen. Ganz so ist es nicht. Konzerne beschäftigen sich schon längst mit diesem Thema und erarbeiten für sich wirklich hochprofitable Geschäftsmodelle. Das heißt, unser Tipp an die Unternehmen, vor allem im Mittelstand, ist, das Thema auf die Agenda zu bringen, sich erstmal Orientierung verschaffen und einen Wissensvorsprung aufbauen. Denn eines sei gesagt, es wird der Punkt kommen, wo die Verbreitung des Metaverse sprunghaft zunimmt und darauf sollten sich Unternehmen vorbereiten, denn es schlummern dort Riesenpotenziale, die es zu nutzen gilt. Es gibt an sich zwei Bereiche, die für Unternehmen relevant werden können. Zum einen gibt es den Bereich, virtuelle Produkte zu verkaufen und auf der anderen Seite gibt es den Bereich, Erlebnisse zu schaffen. Das können Erlebnisse in Marketing und Vertrieb sein, es können aber auch Erlebnisse in der Education von Nutzern, von Mitarbeitern sein. Das heißt, es gibt ganz, ganz gezielte Use Cases, wo das Metaverse einen wirklichen Mehrwert bieten kann. Ein Beispiel, wo der Ansatz vom Metaverse bereits jetzt Anwendung findet, ist zum Beispiel bei der Ausbildung von Piloten und Chirurgen. Bereits jetzt kann man feststellen, dass sich viele Unternehmen auf den Weg gemacht haben, digitale und hybride Vertriebsansätze für sich zu nutzen. Das heißt, bestimmte Kontaktpunkte mit dem Kunden werden in den virtuellen Raum verlagert und man schafft so ein interaktives Erlebnis im Rahmen der Customer Journey. Und genau das ist eigentlich ein guter Start ins Metaverse, in den virtuellen Raum, um dort Erfahrungen zu sammeln und die langfristig zu nutzen. Die Vorteile, die daraus entstehen, sind zentral. Zum einen schaffe ich mehr Flexibilität und zum anderen schaffe ich es auch, meine Reisekosten zu reduzieren. Darüber hinaus kann ich auch Zeiten, die ich vielleicht sonst auf der Straße verbracht habe, am Kunden verbringen, mit ihm interagieren und somit ein verbessertes Kauferlebnis schaffen. Wenn Sie diesen Vertriebsansatz als Ihren Start zum Thema Metaverse in Ihre Vertriebsorganisation implementieren möchten, dann lege ich Ihnen unsere Hybrid Sales Roadmap ans Herz und den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Ich glaube, eins ist ganz wichtig an dieser Stelle. Es braucht eine Strategie. Man braucht eine klare Idee davon, was möchte ich eigentlich mit dem Metaverse erreichen und was kann ich überhaupt im Metaverse erreichen. Die Ziele und Möglichkeiten sind dabei sehr individuell, je nach Unternehmen. Deshalb begleiten wir unsere Kunden auf dem Weg ins Metaverse und geben Impulse und Erfahrungen weiter. Ich möchte Sie einladen, Kontakt zu uns aufzunehmen, gemeinsam über die Potenziale vom Metaverse für Ihr Unternehmen zu sprechen. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Weitere Ressourcen zu diesem Thema und zu weiteren Themen im Bereich Vertrieb und Marketing finden Sie auf unserem Blog. Ein paar relevante Links finden Sie in der Videobeschreibung und ich freue mich auf den Austausch. Bis dann!